Hallihallo, ich bin's, der Steffen. Und kleiner Disclaimer vorher. Weil bevor ihr das anguckt und so weiter. Oh, ein Rebell. Oh, der ist tot. Alle Audioaufnahmen, in denen, also die Audio in diesem Video hier, in denen eindeutig irgendeine Star Wars Melodie zu hören ist, da werde ich die Audioaufnahme mal komplett rausschneiden. Dann habt ihr keinen Ingame-Sound für ein paar Sekunden. Und ja, muss ich halt machen wegen der GEMA. Ist halt scheiße, aber man kann es nicht ändern. Solange die keinen Regler reinbauen, dass ich die Musik nicht komplett ausschalten kann im Spiel, muss ich das halt machen. Und naja, wir spielen hier mit dem Imperium auf Rot und hüpfen durch die Gegend mit dem Jetpack und sind leider abgeknallt worden. Super, Bag of Goats, ein Sack voll mit Ziegen, hat mich gekillt. Weiter geht's. Das nächste Video, oh, was ich vorstellen werde, was ich machen werde, wird auf jeden Fall Solust sein. Oder Solust, wie auch immer man das jetzt aussprechen will. Die Map, die sieht auch geil aus. Die ist schön von der Grafik her. Sehr, sehr schön. Sieht noch besser aus als Rot, finde ich. Na komm. Oh, da war der Typ, der mich gerade eben gekillt hat. Ich habe alle irgendwie so ein bisschen getroffen, aber keinen richtig. Ein Infanterie-Abwehrturm. Den kann man einfach irgendwo hinstellen und dann. Das ist so einfach ein Autogeschütz wie von BF2. Und der knallt einfach alles ab, was man findet. Was er selber findet. Was ihm vor den Lauf läuft. Und wir sind hier. Das Gewehr, das soll dem MG42 nachempfunden sein. Ein deutsches Gewehr aus dem Zweiten Weltkrieg, was sehr, sehr schnell schoss, mit einer Feuerrate von 1000 Schuss oder so. Also extrem krass. Und das hier schießt auch ziemlich schnell, nicht sehr genau. Aber ist ein gutes Gewehr auf kurze Entfernung. Und da vorne haben wir ein AT-AT. Oh ja, jetzt wird AT-AT gespielt. Packen wir das Geschütz mal hier hin, direkt vor diese Tür. Falls ein Rebell rauskommt, wird er gleich mal abgeknallt. Und dann spielen wir jetzt AT-AT. Oh yeah. Okay, wir haben diese Laser hier. Das ist wie eine Pistole, muss man immer wieder draufdrücken. Und dann haben wir einen Orbitalangriff. Den packe ich mal hier hinten hin. Zack. Und dann haben wir noch diese fetten Geschütze hier. Bam, bam. Wie die Sekundärgeschütze vom normalen AT-AT im Battlefront 2. Oh, hätte ich den Schneegleiter getroffen, das wäre lustig gewesen. Oh, du greifst mich an. Okay, den kann ich nicht vernünftig treffen. Oh, da hinten laufen zu viele rum. Die Geschütze sind aber auch ungenau, das ist ja schlimm. Ich glaube, ich muss ein bisschen weiter runterziehen, damit das überhaupt läuft. Okay, schauen wir noch mal. Oh, da vorne. Zielen ist mit dem Ding teilweise ein bisschen schwierig. Weil die Geschütze nicht wirklich da. Weil die Schüsse nicht wirklich da landen, wo man sie haben will, manchmal. Ah, ich muss ganz weit runterziehen, damit er überhaupt dahin trifft. Und das war's auch schon. Man hat einen Timer und da läuft das ab. Aber wie ich sehe, ist das Ding einfach wieder da erschienen. Also wird jetzt nochmal AT-AT gespielt. Yay! Wow, was war das denn? Ein paar Explosionen. Skybox sieht auch schön aus mit den ganzen Raumschiffen überall. Oh ja, kommt her. Machen wir nochmal einen. Ach, ich kann ihn noch gar nicht machen, den Orbitalangriff. Weil ich den gerade eben schon benutzt habe. Wo ist der reingegangen? In das Geschütz? Kein Plan. Na, kommt her! Boom. Der ist fast tot. Oh, geil. Irgendjemand ist mit seinem Schneegleiter gegen den AT-AT geflogen. Und hat ihn so. Da habe ich den Kill für bekommen. Oh, wie geil. Das können die von mir aus die ganze Zeit machen. So, da. Orbitalangriff. Und das Geschütz zerstört. Yay. Oh, ich bekomme den Kopf sozusagen von dem Ding hier nicht weiter nach rechts, deswegen kann ich die davor nicht abknallen. Oh ja, laufen mir alle davor. Laufen mir alle davor. Wie konnte das jetzt kein Kill sein? So, den habe ich.
Da kommt jetzt, kommst du. Boah, das war nicht schlecht. Dass der gerade in dem Moment noch weggeflogen ist. Das hat er zwar nicht extra gemacht. Aber ja, ich krieg den Kopf nicht weiter nach rechts. Okay, wieso krüppelt das jetzt rum? Ach so, weil der Countdown mal wieder abgelaufen war. Boah, das sieht genial aus, wie der Schnee da oben. Man hat auch gesehen, wie der auf dem oberen Blech sozusagen von dem AT-AT so lang geflogen ist. Wow, kein einziger Schuss getroffen. Das war sehr professionell. Nehmen wir mal das Ding. Oh. Wow. Ich glaube, das war ein Geschütz, was auf mich geschossen hat. Oh, hier liegen einige tote Rebellen rum. Und auch Imperiale. Oh, komm her. Oh, der ist dahinter. Und ich wurde abgeschossen. Ja, man sollte eigentlich nicht aus den Schützengräben rausgehen. Wir haben es fast geschafft. Das Spiel ist fast vorbei. Und Victory! Das war AT-AT Gameplay. Ich hoffe, es hat euch gefallen.